grundsätzlich zu dessen Aufmerksamkeit durch Spiele, Bewegungen und Aktivität. Und wir haben uns der Schritttreiber vom Exodus als auch nochmal gleichzeitig alles andere mitgebracht, ein kleines Bock zu spielen. Ja, schönen Abend an alle. Ja, das ist die Spielbasierung der Reise, wenn man auch so gut spielen soll. Man muss sagen, wenn man sich mal wieder einführt, sicher die erste gute Stunde damit geht, dann haben wir uns da etwas beteiligt. Wir haben uns früher gut gemacht, wir haben uns ein bisschen stehen und das war ja so, ich habe mir gerade nicht gut gelesen, ich habe dort da mit einer roten Karte und in dem Moment habe ich nicht das Kontrolle gewollt mit der Stürme. Und in der Zeit kann ich sogar gerade nicht wieder angebellen. Aber wir hatten unsere Verteidigung über eine überleitende Spiel gemacht, hatten sie praktisch jede Wahl wieder zweit geworden. Und ja, ich darf nicht. Danke, Alexander. Bitte, ne? Ein bisschen ihre Gefühlslage zu beschreiben, was uns nicht passiert. Und dieses wird sehr erfreulich, wenn man beide Spiele zusammen sehen, dass der Aufstieg auch völlig verdient war. Das ist auch eine schöne Erkenntnis. Also, ich finde schon, also wir haben diese zweite, dritte Minute, wo wir nicht auf der Linie oder so diese Situation gerettet hat. Nachdem wir waren ein bisschen zu heftig mit dem Ball, wir haben genau gewusst, wir müssen die Umschlagmomente im Griff haben, nicht zu schnell den Ball verlieren. Aber durch die 2-3-4 Punkte, wir könnten die Situation entlasten und die Räume gut attackieren, haben wir auch einen Unterschied gemacht und das war ein bisschen der Plan. Und ja, es ist gut gegangen. Ja, nicht nur der Einzelne, die uns auch für mich ist, klar ist, ich freue mich, dass der Nachbar mit durch den Landesbau mit Bilder aus unserer Stadt, also dass sie lange an Bord sind, mit dem ganzen Geschäftsstelle, das bei uns ja wie zu einer Reise und ich kann an diesem Zusatz, die immer den Einzelne unterstützen. Jetzt, es gibt eine schwierige Zeit, wo uns nicht bereit sein kann, denn was passiert gerade, weil wir müssen die Doppelbelastung im Griff haben. Wir müssen auch in der Meisterschaft wieder Punkte. Und das ist klar, wir wollen auch in dem Bereich ein bisschen wir wollen auch weiter vorne spielen und wir müssen uns neu organisieren, neu orientieren in gewisse Dinge. Aber das macht Spaß und sind ein bisschen gute Probleme für Österreich, finde ich. Das will ich nicht, was ich mal wer in der Töpfe steht und so, über nur auf diesem Tunnel mit unserer Mannschaft. Ich war ein bisschen auf das Gläubig, aber ich habe mich nicht mit solchen Dingen konfrontiert. Ja, also kommen wir einfach mal hier. Ja. Sandro, eine Frage. Morgen Abflug 9 Uhr. Steht es noch oder wird es ein bisschen nach hinten verschoben? Steht noch. Also ich glaube, es ist so ein bisschen da. Und ja, logisch. Heute werde ich hier ein Papier die Jungs schenken. Aber wir müssen auch denken, dass nach dem Spiel ist gut gespielt. Aber schon los. Und noch mal sagen, wir müssen noch mal einen Tag vorher dort reisen. Das heißt, es ist immer
dieses Terminals und Gelde. Aber wir müssen schon die Energie nochmals bieten, um den nächsten Hütte zu bestehen. Das ist klar. Max, mir wird einfach eine Frage gerichtet. Ich habe vorher wieder gespielt, wie Christian Thomas gefragt hat. Liechtenstein, ein Land ist, wo Fußball viel zelebriert wird, wo Fußball gefeiert wird. Er hat gesagt, nein, eher nicht. Was glauben Sie, was kommt denn auf Sie zu, wenn Sie morgen nach Liechtenstein zurückkehren? Wird irgendwas passieren oder wird man es genau anmerken, dass was da heute geleistet wurde? Schwierig zu sagen, weil unsere Fans sind hier vielleicht nicht mehr vor, unsere Fans sind heute uns vielleicht ganz kurios in Celebration. Also, das ist so, es wird nichts so gut zelebriert, aber es ist nur ein Problem, also die Leute, die im Stadion sich unterstützen, nehmen sie immer so mit 1000 mehr oder weniger 1000 Leute. Das gibt es uns, das unterstützt uns. Es ist auch eine gewisse Ruhe. Man kann einfach nur wieder warten. Es geht nicht, wir sind nicht mehr unter Druck, aber wir haben auch nicht so Flüge und es ist alles in Balance und es passt. Das ist Modus. Wenn man zu Modus geht, man weiß, es ist einfach so und es ist eine Familie. Und aber die hat die Fans gehören zur Familie. War das jetzt eine ganz durchtriebene oder hintertriebene Taktik, dass Sie als Vorletzter der zweiten Schweizer Liga angereist sind? Ja, das ist ja. Da haben uns selbst jedes Spiel in der letzten Saison verloren, jetzt die letzte zwei, drei. Nein, also, diese Frage ist immer kompliziert, sonst wäre es ein bisschen einordnen, was bedeutet für uns eine Mannschaft, die Betrachtung zu spielen. Und im Grundsatz gibt es eine gewisse Energie auf dem Start, man spielt da mal, wenn man die Frage zwischen Spiel und Meisterschaft ist kompliziert, kann man kein Spiel verschieben, wie jetzt zum Beispiel hat Berlin gemacht und wir müssen immer antreten und drei Tage nach dem Spiel bleibt dort, dass wir heute ein bisschen und auch wieder die Zeit und ein bisschen anschauen, aber es ist ganz, ganz schwierig für die Jungs hier auch mit Emotionen umzugehen und schwierig, aber wir versuchen es nochmal nach vorne zu spielen. Ich glaube, die Mannschaft hat Qualität und ja, wir werden es nochmals versuchen, noch unsere Punkte zu machen. Einfach noch eine Nachfrage zwischen den Momenten und dann zwischen den beiden Spielen, wo du zwei im Hinspiel sehr überlegen und warum oder wie ist es dann gelungen, die Mannschaft noch einmal so einzustellen, dass es wirklich nicht geheißen hat, ja, man gibt die Köpfe jetzt runter, nachdem man eigentlich nicht schon fast gewinnen müssen zu Hause, sondern dass man sich wirklich auch in dem Spiel noch einmal auf den Punkt gebracht hat. Also das war meine erste Message zu diesem Team, also sie waren frustriert. Am nächsten Tag habe ich mir auch gesagt, wir müssen das schnell vergessen, dass mir einfach ein reguläres Tor nicht oder zwei reguläres Tor nicht gegeben waren. Und nichts daran, dass wir dann einfach diese Balance, diese Fähigkeit, diese Fähigkeit einfach in Balance zu bleiben, wenn es gut geht oder wenn es schnell geht. Wir haben auch, muss ich sagen, um die Mannschaft zu vorbereiten, wir haben auch zwei Tage frei gegeben, so oder drei. Weil sie waren richtig kalt. Wir haben einfach nur die letzten zwei, drei Tage über das Spiel geredet. Kurz wie immer. Und die Mannschaft hat eine gewisse Frage, aber jetzt bezahlt, die wir das weiterbringen, das Ding und weiterentwickeln. Ja, ich gratuliere dir noch zum Sieg und zu dem Erfolg. Und meine Frage ist, jetzt hat man nochmal sechs Spiele international mindestens. Braucht man da auch neue Spieler? Ja, ich glaube, diese Schutzbereiche, die heißen,